about sunrise? What about rain? What about other things that they said were the game? What about flowering fear? Is there a time? What about novel dreams that they say blows a mind? The bitch went and I can do this on the tube in the big war. The bitch went and I can do this. It's crying out, son.
So, Leute, ihr habt jetzt gerade gesehen, Earthsong. Dieses, am Ende, dieses What About Everything's, das hat ja Michael Jackson richtig geschrien, ne? Und ich selber, man hat es auch, glaube ich, da sowieso gar nicht, kriegt das überhaupt gar nicht hin. Genauso wie dieses Na, 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 und dieses Du, 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 dieses das kriege ich einfach nicht hin, weil ich kann auch ganz genau erklären, warum. Ich schaffe vielleicht 3 Töne, wenn überhaupt. Bis 4, so ungefähr. Also, ne? Es gibt ja 1 Oktave, 2 Oktaven, 3 Oktaven, 4 Oktaven, 5 Oktaven. Nein, Quatsch, es gibt nur bis zu 4 Oktaven. Michael Jackson hat aber 7 getroffen. Wortwörtlich 7 Töne. Der hat bis zu einer 7 gesungen. Ich, also Michael Jackson ist so gesanglich und ich bin mal wieder so, weißt du, ihr müsst euch das so vorstellen, er ist so und ich bin so hier so, so, weißt du? Und deswegen, wenn ich dann so singe, so bei dieses, wenn ich jetzt zum Beispiel das A Cappella mache, dieses Another day is gone, I'm still alone, alone, das hört sich nur ganz okay an, aber sobald das höher geht, ja, dann kriege ich hier so Probleme, dann schaffe ich dann nicht mehr richtig mit meiner Stimme. So. Und deswegen ist das der Grund, warum sich das manchmal nicht so toll anhört. Ach, mehr wollte ich eigentlich gar nicht erklären. Ja, ich lade die Videos dann auf jeden Fall für euch auf jeden Fall hoch. Haut da rein erstmal.